Jennifer Matthias und der vor kurzem verstorbene Goodbye-Deutschland-Star Jens Büchner, römisches Kreuz 49, wanderten vor rund 8 Jahren mit Söhnchen Leon nach Mallorca aus. Gemeinsam erfüllten sie sich einen Traum und eröffneten eine kleine Boutique auf der Insel. Seit der Trennung der beiden im Jahr 2013 leitet die 32-Jährige den Laden alleine. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Jennifer immer wieder Pics von den derzeitigen Renovierungsarbeiten und lässt ihre Follower an den Fortschritten teilhaben. Mit wem die Blondine ihrem Geschäft neuen Glanz verleiht, kommt durchaus überraschend, wie Bunte berichtet, mache der Jenny Deluxe Shop mächtig Fortschritte bei der Renovierung und dabei habe sich die alleinerziehende Mutter ausgerechnet Hilfe von Jens Ex und ihrer Nachfolgerin Sarah Liesenhoff geholt. Zwischen der Unternehmerin und der 26-jährigen Sarah gäbe es keine Spur von bösem Blut. Die beiden Frauen hätten großen Spaß bei den Arbeiten. Wir sind fleißig am Umbauen, kommentierte Jennifer einen Post auf ihrer Instagram-Seite und kündigte weitere Bilder auf ihren sozialen Netzwerken an. Sarahs Liebe zum Kultauswanderer währte zwar nur von 2014 bis Mitte 2015, dafür sei sie aber sehr intensiv gewesen. Bereits nach kurzer Zeit zog die gelernte Köchin aus Köln zu ihm auf die spanische Insel. Kurz nach der Trennung schrieb der Chaos-Jenser, wie er von seinen Fans genannt wurde, auf seiner Facebook-Seite, Sarah ist eine wunderbare Frau und ich war mega froh mit ihr. Aber leider habe er gemerkt, dass es nur für Freundschaft reiche. Facebook, Sarah Liesenhoff, Sarah Liesenhoff Anzeige, Instagram, Matthias. Jennifer Elke Zeidler mit Jennifer Matthias Anzeige, wenn Sarah Liesenhoff und Jens Büchner im Mai 2015 Anzeige, Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.